nach dem FM12 ist vor dem FM13 und ich freue mich riesig auf Donnerstag bzw. Freitag mit euch die ganze Sache anzugehen im FM13. Online sowohl offline mal sehen. Vielleicht gibt es online ein Duel Let's Play, so kann man das Ganze nennen. Ich muss mal hier in die Hände klatschen, weil ich mich schon drauf freue, muss mir die Hände reiben. Spuck hier gerade meinen ganzen Bildschirm voll, aber ich denke mal, das macht ja nichts. Und wir kümmern jetzt uns noch um den Rest, der zu erledigen ist im Kalender. Wir reden auch natürlich nochmal mit den Spielern gleich. Werden aber nochmal in den Kalender glotzen und sehen, Nationalmannschaft, da wollen wir uns jetzt eigentlich nicht mit aufhalten. Dann am Freitag also die große Saisonabschlussfeier. So, dann eine Woche vorher gibt es... Was gibt es denn da? Da gibt es eine Charity-Gala. Am 29. gibt es auch direkt die Spieleauszeichnungen. Und am 22. da wollen wir dann nochmal eine Autogrammstunde einlegen. Und wir wollen natürlich nochmal alle zusammen sitzen. Und wollen eine Feier machen. Eine dicke, dicke Aufstiegsfeier, so kann man das, denke ich mal, nennen. Wir gehen in die Spielereien. Wer hat hier nicht so gute Moral? Patrick Land. Ja, das ist jetzt alles nicht so gut. Aber mit ihm können wir reden. Du hast gut trainiert. Raikovic wird wirklich mit einer absoluten Klasse Form hoch. Beziehungsweise absolut verbessert nach Hamburg zurückkehren. In Wirklichkeit wurde er ja aussortiert, weil er mit einer Wein. Wegen der Rangelei im Training ein bisschen versprechen, muss auch mal sein in Let's Plays, sonst wirkt das Ganze ja unprofessionell, ne? Ne. Schade, dass Raikovic da jetzt nicht mehr Chancen bekommt irgendwo in der Bundesliga, das finde ich persönlich ein bisschen ärgerlich. Hatte ja mal, glaube ich, einen Angriff für Amsterdam, aber konnte sich da irgendwie nicht auf einen Vertrag einigen. Schade drum. Ich hoffe, dass Raikovic bald wieder einen Verein findet, beziehungsweise in Hamburg da mal seinen Vertrag auflöst und dann neu irgendwo anlaufen kann. Ja, und Tobias Kempe war ja noch in Verhandlungen, stimmt ja. Mitten in Verhandlungen mit den Leuten, die Tobias Kempe, MSV Duisburg, neuer Favorit. Ja, bin mal gespannt, was da passieren wird. Hier sehen wir die Rangliste des Fußballs Deutschland. Roma Weinfeld als Weltklasse, natürlich, natürlich. Bernd Leno, der ist Weltklasse. Naja, gegen Mainz ja nur 2-2, die Werkself, es hakt im Moment und ja, am Sonntag gibt es richtig Fett auf die Fresse. Und wir verpflichten Marco Pichons Angebot für André Hoffmann, Hertha BSC, wir können ja mal gerne mal verhandeln. Luca Zimmermann akzeptiert Vertragsangebot, steht ab der Saison im Kader der zweiten Mannschaft. Marco Pichon verpflichtet 1A, auch wenn uns das jetzt nicht mehr so viel helfen wird, wenn der Let's Play FM12 zumindest mal inaktiv sein wird. Weil wir uns ja voll auf den FM13 fixieren ab Donnerstag. Das wird auf jeden Fall geil. Freue ich mich schon richtig drauf und bin mal ich überlege schon an manchen Vereinen, aber das wird natürlich euch wieder überlassen. So, Marco 2,2 Millionen, die wollen wir dann auch mindestens haben für André Hoffmann. Großes Talent, absolut großes Talent. Weltklasse, ja. Das ist keiner in den Außenbahnen. Defensiv, also offensiv. Rodriguez und Vasilis Torosidis. Ja, genau. Der gute alte Grieche, der Torosidis. 27, dachte der Welt, okay. Naja, mein Leverkusen weiter in Greis ins Augusto und Verfan Bayer 04. Und Tobias Kempe wechselt auch zu Schlag für den MSV Duisburg. Ja, Vincent Maurer, aktuelles Vertragsangebot auch eher. Ich würde in der zweiten Spielung, wir kommen zur Auf- und Abwertungsrunde eigentlich immer das Interessanteste. Wir gehen mal auf Normal. Ein verlorenes Jahr für Daniel Reich, das ist klar. Hier muss eine Steigerung vorliegen, das ist auch klar. Und gegen Führungsqualitäten Hoffmann steigert sich. Paar Matches auch steigen. Sowieso. Sowieso 71. Leck mir am Sack. Okay. Frommelismus kann nur steigen. Ja, das war klar. Führungsqualitäten bekommt auch er. Daniel Brosinski, Ballet, ich weiß nicht genau. Ah, kriegt nur an Qualitäten zu. Zollt dem alten Tribut, okay. Ja, zu klar. Beverutsch. Sehr fair, okay. Pannewitz steigt. Stellungsspiel plus 5. Das ist natürlich stark. Leider stechen das am Klant, der ist auch nur der Satzmann. Kaiser verbessert auch sein Stellungsspiel, gewinnt aber keinen Stärkpunkt. Raikovic müsste einen gewinnen. Plus 2! Das ist natürlich Bombe. Ginchek plus 1 und Durchbruch vor dem Tor plus 1 Torriecher. Also Raikovic ist natürlich absolut sensationell. Und jetzt geht er nach Hamburg und verlässt uns. Würden wir jetzt weitermachen, wäre das ein bisschen schade. Da wir hätten einen Riesenverlust. Kann man nicht anders sagen. Hätte man einen riesen Verlust in der Abwehr.
Aber man hat natürlich jetzt hinten wieder Marco Pischorn und Tobias Kempe, aber das ist ja alles nebensächlich. Wir lassen den FM12 jetzt hier ein bisschen ausklingen. Und die zweite Mannschaft, die ist ja durchgehend verkackt, die ja hier nur abgezogen alles. Ja, außer der wie heißt der? Zwelake Obayomi. Patrick Theiss zuletzt enttäuschend, jawohl. Immer drauf auf unsere zweite Mannschaft und häufig auf Partys zu finden, natürlich. Und der Jugendbereich, so. Ben Noack, Stress in der Schule. Ich bin mal. Ne, Baba Oglu ist nicht dabei, okay. Das hätte mich interessiert. Unser absolutes Top-Talent. Ihr Tipp weicht von der realen Tabelle um 48 Positionen ab. Endlich mal ein guter Tipp. Ey, ich habe so viele Songs im FM12 gespielt und habe immer so schlecht getippt. Und jetzt im Let's Play klappt es mal einigermaßen. Wir sehen das Ganze auch. Richtig getippt mit Fürth, richtig mit Duisburg getippt. Lautern, okay. Ein bisschen. Ja, nee. Es ging mal so voll in die Hose. Dafür, dass wir da einfach mal auf Glück getippt haben. Cottbus. Hätte man Cottbus mit Lautern getauscht, hätte man noch einen besseren Schnitt erreicht. Aber so ist es schon ganz gut eigentlich. Nicht schlecht, ne? Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht mit euch. Und gut, dass ihr mir auch viele Tipps gegeben habt in diesem Let's Play. Und der Pokal gehört Bayern 04. Jawohl, jawohl. Wir haben die Schnauze voll. So, das ist so ein Song, der in der Bundesliga gesungen werden sollte bei den Leverkusen-Fans. In letzter Zeit ist die Leistung meiner Bayer 11 nicht so wirklich gut. Ist ein Nachteil, als Trainer früher nie eins da gewesen zu sein. Das sollte ich jetzt mal sagen, was Gehalt angeht, auf jeden Fall. Auch wenn sportlich erfolgreich war, muss man sich als Manager, Kaufmensch und betriebswirtschaftliche Fähigkeit aneignen. Das nimmt dir niemand ab. Das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. Und da gewinnen wir auch direkt bei der Fanbeliebtheit plus 1 hinzu. Und hier sehen wir nochmal die ganzen Nachrichten. Ablösung gescheitert. Tobias Kempe wechselt zum MSV Duisburg. Vincent Maurel akzeptiert das Vertragsangebot. Wunderbar. Quizshow. Und der Gummi gibt uns ein bisschen Geld. Wunderbar. Gibt nichts Besseres. Wir gucken in den Kalender rein und sind ja erst am 19. Eieiei. Ein bisschen hindert ganz hier. Wollen wir mal ein bisschen schneller durchfliegen. Irgendwelche interessanten Wechsel. Nee, eigentlich nicht. Niklas Dahm von Gladbach 2 Saarbrücken. Das war's dann auch. Und ja, jetzt kommt die Autogrammstunde, die Charity Gala. Und dann. Ach, mal kurz aufstoßen. Irgendwie letzte Zeit häufiger im FM. 12. Aufstoßen, aber ich habe gerade einen schönen leckeren Kuchen gegessen. Yummy, yummy. I got love in my tummy. Das war lecker. Spielerfeier. Die meine Stimmung, die manche steigt um einen Punkt. Autogrammstunde. Alle verlieren. Ja, genau. Nach der schwachen Leistung der Mannschaft in dieser Saison ist fast niemand gekommen. Die Spieler hätten den Tag lieber mit ihren Familien verbracht. Wunderbar. Das ist ja schwer logisch alles hier. Vorbeiführendes Verhandeln war ja wunderbar. Eine schwache Leistung. Wir sind aufgestiegen, haben nur Platz 2 erreicht. Das ist richtig scheiße. Das stimmt natürlich. Hätten sie deshalb feuern sollen, ey, ne? Direkt nach diesem Aufstieg. Mann, Mann, Mann. Ey, dass wir so schlecht abschneiden, hätte ich selber auch nicht gedacht. Ah, ist das Kacke, wa? Mist. Angut, Stefan Hennen. Ach, leck mich, Alter. Ich verhandle jetzt nichts mehr, ey. Kein Bock mehr verhandeln. Ja, oh, Frommel ist enttäuscht. Ja. Ich bin so arm, ne? Torschützenkönige, alle Tore in Meisterschaften der Verbände, die in der 5 Jahre 1 zu 5 liegen, wurden mit dem Faktor 2 multipliziert. Das ist mir zu hoch und tschüss. Das kann mir gerne jemand erklären unten in den Kommentaren. Ich habe diese Tabelle noch nie gecheckt, einigermaßen. Kann mir ja ruhig jemand gerne erklären. Top 10 ewige Tabelle europäischer Teams. Real Madrid, Barca, das war klar. Glasgow und Celtic, okay, das verwundert mich schon etwas. Die schottische Liga ist nämlich nicht gleichzusetzen mit der spanischen und deutschen. Naja, okay. Dortmund wird Meister, Leverkusen wird Zweiter, wunderbar. Und die Relegation, ist die schon vorbei? Das hätte mich jetzt mal interessiert, aber ich glaube, wo kommt die noch? Ich weiß es nicht. Dusan Jeftic überzeugt im Training. Ist ja schön alles. Oh, haben wir jetzt wieder ein Angebot, Leute? Bitte nicht. Komm, bitte nicht. Nein, ich verhandle jetzt nichts mehr, Alter. Ihr könnt mich mal. Ey. Was wollen die denn jetzt? Nur weil wir so. Aber wir sind doch schlecht gewesen, Mann. Wir sind doch schlecht gewesen. Deswegen dürfen wir eigentlich kein Angebot bekommen. Sehr, sehr unlogisch, also wirklich. Verstehe ich nicht. Dass wir Angebote bekommen, obwohl wir so grottenschlecht waren in dieser Saison. Sind nur Zweiter geworden. Ja, das geht ja gar nicht. Herr Freaky, Hand aufs Herz. Dürfen bei Ihnen noch alle Spieler des Vereinswappen küssen? Ja, natürlich. Das ist bei uns eine Selbstverständlichkeit. Muss gemacht werden, aber ja.
haben wir in der Saison schlecht abgeschnitten. Die Spielauszeichnung, gucken wir mal rein. André Hoffmann, Notenschütze 2,7. Bester junger Spieler Hoffmann. Bester Torschütze Ginczek mit 11 Toren. Im Winter, glaube ich, kommen ja im Winter. 11 Tore erzielt, keine schlechte Quote. Liebling der Fans Hoffmann, natürlich am häufigsten Spieler des Spiels. Frommel wird 6 Mal. Das war eine interessante Auszeichnung. Wir sehen das Ganze nochmal im Überblick. Hoffmann, Hoffmann, Ginczek. Hoffmann, Frommlowitz. Vorhin, Frommlowitz kommt zu spät zum Training. Zögert jetzt seinen Wechsel. Ja, ne. Er will seinen Wechsel provozieren. Kann ja gerne machen. Rauscht eine Feier mit Getränken. Der FC ist auch schon irgendwie auf Kevin Pandewitz nach. Also sehen wir mal, was wir für einen Riecher haben. Wirklich Pandewitz geholt. Bei uns wirklich wieder auf Trab gebracht. Beziehungsweise richtig gefördert. Und jetzt flattern die Angebote nur so herein für manche Spieler. Frommlowitz, ja, ist ja schön für ihn. Für Neues ist es noch angeschlagen, ja, das ist auch schön für ihn. Rauschen feiern mit Getränken. Viele tausend Menschen haben sich auf dem Rathausplatz versammelt. Ach, auf einmal läuft sie da, ne? Und jubeln ihre Mannschaft zu. Noch bis spät die Nacht wird gefeiert. Sie verteilen kostenlos Getränke und Pizza. Das mögen die Fans natürlich und ihre Beliebtheit steigt um 5 Punkte. Ja, der Marketingmanager kann das gerne erledigen. Code 3 sieht Parallelen zwischen Klant und Max Jurich. Ist doch alles schön. Wir sind im Juni angelangt. Veteran Cholluca. Wechsel mal Leverkusen zu Marseille. Herr Cholluca, ich denke mal, dem trauert man jetzt nicht mehr so nach in Leverkusen, denn man hat mit Daniel Carvajal einen wirklich guten Mann bekommen. Aber wenn er jetzt in Mainz mal, ja, ein Fehlerchen gemacht hat, das ist, denke ich mal, jetzt nicht so schlimm. Man kann es ihm verzeihen. Er hat wirklich gut, viele gute Spiele gehabt in den letzten Wochen. Von daher kann man ihm das nicht verübeln. Urlaubsbeginn, jetzt geht das hier ganz schnell. Die Spieler sind im Urlaub, wir genießen nochmal diesen Schwung, gönnen uns nochmal die Tabelle der zweiten Liga und sehen, dass wir, ach, wunderbar. Wirklich gut, heute waren 67 Punkte geholt. Ein verdienter Aufstieg. 1000 Aue müssen runter. Relegation. Oh, Anhänger außerhalb Europas. Außerhalb des eigenen Landes. Boah, leck mich. 22 Millionen Madrid. Liverpool 19 Millionen. Also wenn das wirklich auf Realität beruht, dann ist das schon sehr überraschend, dass Liverpool da oben so weit mitmischt. Hätte ich nicht gedacht. Und dass Porto überhaupt da drin ist, auch nicht schlecht. Der Confed Cup 2013. Ja, nicht schlecht. Brasilien, Gastgeber, Kamerun, Afrika gewonnen. Neuseeland, Ozean, Deutschland, Europa. Gruppe B, Spanien, Fußball-Weltmeister, Uruguay, Südamerika. Die USA, Nord-, Mittelamerika und Japan, Asien. Deutschland ja, glaube ich, nicht beim Confed Cup dabei. Ja, sind ja ausgeschieden. Deswegen spielt Italien, glaube ich, im Confed Cup. 2013. Naja. Reinhard weg von Leverkusen und Schalke. Scott Brown. Hässlich wie die Nacht, Alter. Wirklich, wenn du dem nachts begegnest, er gibt dir Kopf und du rennst weg. Alter Schwede, ey. Manche Spieler sehen echt aus, ey. Bäh. Da wird dir ganz übel. Autosave wird durchgeführt. Bald kommt ja noch das große Fußballquiz, auf das ich mich jetzt nicht sonderlich groß vorbereiten werde. Ich werde einfach durchziehen und werde mir meine Family nochmal nicht in den Keller hauen, aber ja, muss auch mal sein, ne? Die besten Jugendspieler der Welt. Ja, natürlich. 19 direkt 80, ja, ist klar. Irgendwann auch mal von deutscher Seite dabei. Ja, Korhan Babaoglu ist dabei, jawollo. Auf Platz 64. So muss das sein. Da haben wir ja einen Glücksgriff mitgetan. Alter, leck mir mal am Sack. Denn Babaoglu ist nicht Gotteskack. Alter, Junge, der haut richtig rein, der Kerl. Würde ich gerne den FM13 mitnehmen, wenn die Jugendabteilung stecken. Ja, Papadopoulos. Ja, jetzt kommen die ganzen Wechsel, jawohl. Ein Fitnessrein bietet an, mit Kürzverletzungen ein so Spezialprogramm. So, bitte wählen Sie Spieler in der Liste aus. Natürlich, Finn Häuser. Ja. Kann er gern machen. Auch mal was Neues zu sehen. Habe ich persönlich noch gar nicht gesehen. Und Sieger ist natürlich Spanien. Deutschland 2-3 gegen Japan nach Verlängerung gewonnen. Wunderbar. Klar. Und gegen Spanien hat man wieder nicht gereicht. Alter, nur Angebote. Ablehnen. Verhandeln wegen mir. Das ist eh grottenschlecht. Ja. Ah ja, komm hier. Tschüss. Kann's gehen. Kriegt eh keine. Ja, das ist dumm. Wie kann man so blöd sich auf einen Vertrag einigen, Alter? Geldgier pur, Alter.
pure Geldge ohne Scheiße, ja, bla bla bla. Und auf einmal ohne Auflagen, wunderbar. Wie schön das alles wäre. John Aitinger von Hamburg zu Schalke, wunderbar. Schalke rüstet auch mal auf, wie es sein muss. Ibiza von Stuttgart nach Gladbach. Logo, Logo, alles Logo hier. Alles easy, easy. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, das Autosave ist gerade ein bisschen langweilig für euch. Passiert jetzt nicht mehr so groß viel. Fußballquiz kommt jetzt noch und dann ist es vorbei. Dann sagen wir Tschüss, Fußballmanager 12. Und freuen uns dann auf den FM 13. Und jetzt gibt es aber erstmal noch diese ganzen, ja, das, was wir vor der Saison ankündigen. Sie lagen richtig. Nicht-Abstieg. Vertrauen in sie nicht erschüttert. Sie hatten ihren Spiel, das ist klein auch zu erreichen. Aber am Ende haben sie trotzdem. Was? Ach so, okay. Ja, ist klar. Ist weiter okay, auch wenn sie Verbesserung angekündigt hatten. Ja, gute Stimmung tatsächlich vorhanden. Angriff der Freundowitz. Oh, Junge, nein, Mann. Ja, 68. Kein Bock da jetzt irgendwie zu behandeln, ey. Die kommen doch eh nicht an, Alter. Suarez 73 Spiele gemacht. Leck mich, Alter. Da ist es, das Quiz. Das Quiz. Boah, geil. Ich scheide jetzt in der ersten Runde aus. Das freut mich richtig, Alter. Ich hatte nämlich keinen Plan, hab mich nicht vorbereitet. Hatte ohnehin auch keinen Bock drauf. So. Ihr könnt ja gerne ein bisschen mitraten, ob ihr auch weitergekommen wärt als ich, wenn ich jetzt an der Frage da ausscheide. Hätte mich mal interessiert. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das gewusst hättet. Ja, im Nachhinein kann man immer alles sagen. Aber, ja, der Herzschlag. Wer ist Meister in Deutschland? Borussia Dortmund. Welche der Teams steht auf dem Aufstiegsplatz in der zweiten Bundesliga? Greuther Fürth. Welcher Verein spielt hier? Was ist das? Was ist das? Was ist das, Leute? Das ist doch nicht Bayern. Ist das Ingolstadt? Ist das Ingolstadt? Ja, Ingolstadt. Zu welchem Verein gehört dieses Wappen? Athletic Bilbao. Welcher Verein hat die beste Abwehr? Oh mein Gott. Führt. Nein, ganz laut. Das stimmt. Das war lauter. Ich hatte. Oh, Mann. Ganz dumm, aber. Ja, Family of minus 2. Nein, nein. Mann. Scheiße. Ah, Gott, oh Gott. Ja, Lautern oder Fürth, ich war mir nicht sicher. Ich hatte schon Glück mit der Frage bei diesem Stadion, da ich wusste echt nicht, was es ist. Das war geraten, aber Bayern Karlsruhe wusste ich, dass es das nicht sein kann. In Karlsruhe Wildparkstadion, da war ich schon mal drin. Und ja, das sieht alles andere als so aus. Bisschen Glück gehabt. Und jetzt ist vorbei, live und Slobodan Rajkovic läuft aus. Wir gucken uns mal irgendwelche Wechsel an, die hier passieren. Ja, Anthony Anand von Schalke zu Pauli. Anand ist klar. Und Aufstieg in die Bundesliga. Aber trotzdem haben wir alles verfehlt. Ist ja logisch. Finanzergebnis. Ja, das haben wir mal ordentlich in die Tonne getreten. Anzahl Neuzugänge. Anzahl Abgänge. Besser mit Andy Hoffmann. Zweite Mannschaft. Ja, die hat nichts passiert. Budgets. Ergebnis ober Tabellenhälfte. Verpasst. Alles klar. Verpasst. Wunderbar. Das ist logisch. Spieler. Dolfierste Domowczyski. Eine Karte nach 1800 Minuten, Alter. Respekt. Tops und Flops. Sind wir nicht dabei? Schlechte Sturmstellen. Logisch. Schlechte Abwehr. Sandhausen. Schlechte. Stellt die schlechte Abwehr, steigt ab. Oh, stellt den schlechten Sturm, steigt ab. Sandhausen ist aber die feste Mannschaft, steigt trotzdem ab. Okay. Und feste Mannschaft Dresden. Ja. Viele Platzweise. Und schon steigt man auch ab. Ja. Mehrere Budgets überschritten. Das ist, denke ich mal, nicht so schlimm. Und das war's, liebe Freunde, vom FM12. Wir simulieren hier noch ein bisschen durch, beziehungsweise ich simuliere jetzt noch ein bisschen durch. Ich verabschiede mich ganz herzlich. Wir sehen uns beim FM13 wieder. Ich hoffe, viele davon euch zu begrüßen dürfen, denn der erste Part wird natürlich wieder eine Vereinsauswahl sein, wo ihr mitentscheiden müsst, oder beziehungsweise ihr den Verein entscheidet. Danke nochmal an alle, die dabei waren. Ich, ja, sag's einfach nochmal. Ich begrüße, hoffe euch beim FM13 begrüßen zu dürfen. Ich bin Sascha von den SI-Bloggern. Wir sehen uns beim FM13. Macht's gut. Ciao.